Es geht weiter mit Elden Ring, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Ihr kennt den Drill. Wir sieben hier langsam die Hardcore-Fans raus. Ich weiß gar nicht, wie vielte Folge das jetzt hier ist. Paar 20 wahrscheinlich schon. Und, ja. Nee, falsche Richtung. Den Dungeon haben wir fertig, glaube ich. Also, da dürfte eigentlich nichts mehr sein. Ab 27 sind wir jetzt. 27 ist das? Also noch die Leute dabei, die wirklich Bock haben. Den muss man nicht mehr erklären, was ich hier mache. Für die drei Leute, die bei Folge 27 einschalten und sich fragen, ich raff nix, für die muss man auch nichts erklären. Finde ich. Oder? Wir hatten ja mal bei Sons of the Forest, Folge 5 oder so, war ja der erfolgreichste. Warum auch immer. Also manchmal ist YouTube sehr interessant. Ja, ich blick da eh nicht durch. Nach all den Jahren. Ich hab's aufgegeben. Weißt du, was ich glaube? Okay, mal Real Talk. Ich hab... Sorry, dass ich hier so rumschmatze. Aber... Ich glaube, dass ganz viele Leute, die wir heute kennen, die berühmt sind, sich Follower oder YouTube-Klicks oder sowas gekauft haben. Oder Abos oder sowas. Glaube ich. Und ich glaube auch, dass das schlau ist. Oder schlau war. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Weil, so wie ich das, seit ich jetzt hier bei Twitch bin und auch so ein bisschen, naja, so kleinere Influencer-Geschichten manchmal hier und da mache. Und die Leute, also die Agenturen, achten nur auf Reichweite. Die achten nur auf Reichweite. Denen ist völlig scheißegal, wer für was wie Werbung macht, solange die Reichweite stimmt. Die haben, mittlerweile gibt es so viele Leute, die das machen. Und dann kaufen die halt, weiß ich nicht, so und so viel Reichweite. Also die Agenturen, ja, die, wenn die was vermarkten wollen. Nicht umgekehrt, früher war das ja so, keine Ahnung. Wir wollen, dass Thomas Gottschalk Haribos in die Kamera hält, weil Thomas Gottschalk ist cool und wir wollen, dass alle denken, Thomas Gottschalk, wenn Thomas Gottschalk Haribo isst, dann essen die anderen auch Haribo, so ungefähr. Das war so die... Ist da irgendwas? Ach ne. Was sind das für Blätter? Das war nur so ein Grafikfehler. Das sah aus, als ob da was im Baum sitzt. Aber heutzutage ist es egal, ob's Haftbefehl oder Thomas Gottschalk ist, solange es eine gute Reichweite hat. Also das gibt natürlich Ausnahmen hier und da und so, aber so im Groben funktioniert das. Und ich glaube, dass zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht so, sage ich mal, genauestens bekannt war, also in der Anfangszeit von YouTube, sage ich mal, so in der großen Zeit von YouTube, dass da Leute sich einfach Abos gekauft haben, sodass es dann hieß, okay, guck mal, der YouTube-Channel hat 1,5 Millionen Follower und dann wurde über dich berichtet. Und dadurch, dass dann so viel über dich berichtet wurde, und die Leute gedacht haben, Alter, den kennen ja so viele, weil der so viele Abos hat oder Follower. Dann hat sich das von alleine immer weiter vermehrt. Also natürlich gab es auch welche, die wirklich diese Reichweite aufgebaut haben. Aber ich glaube, dass es da durchaus welche gibt, die geschummelt haben. Und es nie aufgedeckt wurde. Was haltet ihr von dieser Theorie? Also ich glaube, bei ein paar weiß man, dass sie es gefaked haben damals. Also dass sie sich Subs gekauft haben damals. Das haben sie auch zugegeben. Wer denn? Tja, das muss ich jetzt nochmal nachschauen. Ich weiß die Leute nicht mehr auswendig. Die sind auch nicht mehr relevant, glaube ich. Aber es rechnet sich dann irgendwann für die Leute. Also ich fand zumindest auffällig, ich habe zu dem Zeitpunkt noch Giga gemacht,
Und Giga hatte ja theoretisch schon eine gute Reichweite. Beim Kabelfernsehen, im Internet und so weiter. Und ich fand es immer merkwürdig, dass plötzlich so, es gab so Leute, die hatten plötzlich einen Erfolg, der aber nicht unbedingt, also der kam so schnell. Weißt du, wie ich meine? So von 0 auf 100 und du konntest es nicht so ganz nachvollziehen. Also es war jetzt nicht so, weiß ich nicht, ein viraler Gag und dann darauf aufgebaut oder so, sondern so merkwürdig halt. Naja, keine Ahnung. Ich will das auch gar nicht verurteilen, ich ärgere mich nur, dass ich es nicht gemacht habe. Okay. Holy shit, was sind das hier für Wölfe eigentlich? Aber vielleicht ist man auch einfach in anderen Bubbles unterwegs gewesen und hat es nicht mitgekriegt oder so. Gibt's ja immer noch. Ob ich zu meinen Basketballzeiten dann in den Ring gekommen bin? Ganz knapp nicht. Aber ich war auch immer zu faul, Sprungtraining zu machen. The fuck? Der will mich wohl zerwaschen. Jetzt habe ich den. Lukas Rieger hieß der damals. Wer? Hat zugegeben, dass es gemacht hat. Okay, den kennt ja kein YouTuber, kennt ja kein Mensch. Sänger und so. Der war relativ groß mal als Zeit lang. Wie heißt er? Lukas Rieger. Nee, das muss. Nee, das zählt nicht. Wenn ich ihn nicht kenne. Wie? 1000 Abonnenten. Alter! Ey, Moment, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, weil hier dauernd Nervhunde sind. Kann ich jetzt mal einen Bogen in Ruhe ausstatten? Ist doch nicht zu fassen hier. Wieso nehme ich nicht einfach mein Schild? Lol, ich bin so dumm. Ash of War Raging Beast. Ist das nicht... Weiß nicht, Raging Claws? Ist das nicht auf den... Krallen drauf? Ne, Savage Claws. Okay, müssen wir mal testen. Jetzt machen wir mal Real Talk. Wer von euch hat schon mal Stand-Up in einem Kino gemacht? Nun. Kam vor 6 Jahren raus, dass er sich die Zahlen gekauft hat. Nee, aber ich rede schon von größeren Kanälen. Von Leuten, die auch also vielleicht Penno immer... Also den Klenkern hat den Auftrag dafür hier... Also es hat Ultralativ ausgedeckt. Ich weiß nicht, ob du den Kanal kennst. Okay, was ist zum Beispiel... Ich nenne jetzt einfach mal... Keine Ahnung, ich sage nicht, dass es bei dieser Person so ist, aber... Dena. Kann sein, kann nicht sein. Wo kommt... Keine Ahnung, zu seiner Prime irgendwann vor 10, 15 Jahren oder so hatte der als 14-Jähriger oder sowas, hatte der plötzlich Millionen oder die Lochis. Ja. Wo kommen die Abonnenten her? Durch was? Naja, es ist YouTube-Algorithmus, der ist eigenartig. Ja, es ist YouTube, nee, es ist, genau, es ist YouTube-Algorithmus. Der ist halt undisziplinär. Nee, die haben einfach, ja, das ist genau das. Plötzlich waren, als ich zum ersten Mal von den Lochis erfahren habe, hatten die schon irgendwie Millionen Abos. Mhm. Und ich habe ja genau in dieser Branche mehr oder weniger, also nicht genau, aber also, come on.
Das kriegt man schon mit, wenn jemand durch die Decke geht. Selbst wenn du nicht... Du musst nicht Montana Black regelmäßig gucken, um zu wissen, dass Montana Black... dass man den kennt irgendwo in gewissen Kreisen. In also Schulen verbreitet sich... Aber nicht in der Anfangszeit von YouTube, wo keiner ein Smartphone hatte und so. Ich weiß nicht. Ich finde das... Wikipedia haben die 2011 angefangen. Was haben die? 2011 ihren Kanal gestartet. 2012 haben sie den Publikumspreis für Newbie bekommen. Dann wurden Fernsehreportagen über sie gemacht und dann stiegen die Abonnentenzahlen. Genau, sie haben Fernsehreportagen gemacht. Aber irgendwas ist da fishy. Ich sage auch nicht, dass es jetzt unbedingt die Lochis oder Dena sind. Aus der Generation aber. Da gab es so viele, die alle irgendwie Millionen Abos haben und so. Und ich weiß es nicht. Die waren dann plötzlich waren die einfach da. Wir haben auch genau den Content gemacht, den die Leute geschaut haben. Das war ja das andere Ding. Na, wirklich? Haben sie das? Kannst du heute auch nicht mehr machen. Schau mal Varion an. Wie lange war der auf YouTube? Bis der jemand durch die Decke gegangen ist? Was haben Lochis für Sketche gemacht? Das können wir mal recherchieren. Ich mache hier ein Steuerung F. Da gucken wir mal. Da gucken nee, wir Steuerung mal. F. Mach die Steuerung F. Ja, oder whatever. Das ist schlecht. Songübersetzungen haben sie früher gemacht und Parodien von bekannten Chartsets. Das hat, glaube ich, Alexi Bexi früher auch gemacht. Einfach Songs übersetzt auf Deutsch und dann und parodiert. War mal eine Zeit lang beliebt. Haben die Leute geschaut. Ich auch. Ja, keine Ahnung. Weißt du, bei einer Boygroup, die haben dann wenigstens einen Hit gehabt. Ja, verstehe ich's. Der lief dann rauf und runter im Radio und so und dann irgendwelche Teenager-Girls fanden die dann heiß und keine Ahnung. Ja, das war ja auf dem Weg, dass die YouTuber dann irgendwann zu Musikbranche gewechselt sind. Das ist ja gar nicht unüblich von dieser Zeit. Diese ganze, wie hieß nochmal dieser, diese, die zum ersten, die, Mediakraft oder so. Mediakraft, egal. War das nicht Mediakraft, die, wo der alle unter Vertrag hatte? Mhm. Krachten oder wie der hieß? Ja. Olaf Krachten, Thorsten Krachten, ich hab schon wieder den Namen vergessen. Nee, das ist anders. Thomas, nee, was auch immer. Mediakraft. Tokyo Hotel hat einen Smash-Hit mit durch den Konsum. Durch den Monsun, nicht durch den Konsum. Das ist ein guter Verarschungstitel. Kann Alexi Bexi mal machen. Durch den Konsum. Über dem Meer. Vielleicht geht das jetzt auch wieder. Wer weiß. Das hat die Jugend und man weiß, dass es in der Rap-Szene also ganz oft so ist. Ganz viele Rap-Songs, ganz viele Rap-Videos sind gekauft. Das kennt man auch, wenn dann irgend so ein Rapper, von dem man noch nie gehört hat, plötzlich 1 Million Klicks auf seinen auf seinem komischen Video hat. Ja, und das haben die ja auch irgendwo gelernt. Ich glaube, dass da noch vieles... Also es gab mal vom Kanal Spiffing Brit mal einen Test quasi, dass der hat auf fremde Videos Werbung geschaltet. Also er hat quasi... Es gab eine Option, dass man ein fremdes Video nehmen konnte von einem anderen Kanal und dafür Werbung schalten konnte. Ja. Und dann hat es halt absurde Klickzahlen bekommen. Das war so ein Exploit, den man auch nutzen konnte. Das gab es mal eine Zeit lang. Es gab auch so einige YouTube-Exploits, das ist absurd, was man da früher alles machen. Oder irgendwelche Tags ins Video schreiben, die dann automatisch auf der Stadtseite aufploppen. Ja, ich sag doch, irgendwelche so Tricks. Ich sag ja. Da wurde getrickst und gemacht. Die sind nicht alle Superstars geworden, weil die so geilen Content gemacht haben, den jeder geguckt hat. Da wurde gemauschelt und die wussten irgendwelche Sachen. Und ich bin mir sicher, bei Mediakraft, der hatte die alle unter Vertrag. Von YTD alle, ja. Bis sonst was. Das ist alles kein Zufall. Das ist eine, ich sag ja, ich bin an einer ganz heißen Sache auf der Spur. Wenn ich morgen gesniped werde, dann wisst ihr warum. Dann Christoph Krachten war's. Nee, dann waren's die Lochis. Leute, wenn morgen Attentat auf mich passiert, die Lochis, dann war's ich sag's euch. Hallo Hasel.
Kann ich ausrechnen, jetzt kommt der Haselnuss rein hier. Hey Hasel, danke für deinen Raid. Ich will nur sagen, falls ihr jetzt gerade nur den letzten Satz gehört habt, falls ich morgen erschossen werde, dann waren es die Lochis. Okay, Hazel, bitte sag das auch deiner Community. Das ist die einzige Chance, wie ich mich schützen kann. Vor diesem Komplott meine ich, nicht komplett. Ich kann nicht mehr sprechen. Vielleicht haben die mir auch schon was ins Essen gemischt. Ich sag dir, wie es ist. Wenn mich morgen ein Auto anfährt, dann war es Waititi. Gott. Alle. Ich sag alle im Auto. Hä? Was ist denn hier unten? Sag mal, wie viele Scheißwölfe sind hier? Das ist ja super nervig. Kannst du mal das Chatfenster ein bisschen größer machen? Ich sehe immer nur 3 Chatnachrichten, wenn ich ja ein paar Sekunden nicht hingucke. Weiter runter geht's nicht. Ah. Aber ich mach's kleiner, das ist die Alternative. Bisschen vielleicht. Wir müssen uns da mal was einfallen lassen. Aber nochmal ein extra Window oder irgendwie so. Das ist auch eine Option, oder? Stimmt, die 10 brauchst du jetzt gerade nicht. So. Ja, so ist schon besser. Und noch ein Bildschirm für Chat. Welcher Tag ist heute? Freitag oder Samstag? Heute ist Freitag. Geil. Ich meine, es ist eh egal, weil ich Urlaub habe, aber... Ich war heute bei der Thai-Massage, Leute. Geschenk von meiner Frau an mich. Und, ja. Was soll ich sagen? Es ist okay gewesen. Kein gutes Urteil. Naja, das war klar, dass sie jetzt halt fragt, ob mit Happy End oder nicht. Ja, auf dem Niveau begeben wir uns. Aber mehr dazu erzähle ich dann im Podcast. Da gab es tatsächlich wieder ein paar Geschichten. Nichts Schlimmes. Ja. Also. Sag mal, wo bin ich überhaupt? Hier. Oh, ich habe gerade Schmerzen in meinem rechten Daumen, hier. Nicht, dass ich Arthritis oder sowas kriege. Oder Rheuma, was ist der Unterschied? Oh Gott. Ist das nicht so eine Arthritis, kriegt man das nicht mit dem Alter? Ja, ey, das Problem war, ich habe glaube ich das schon mal erzählt, ich hatte ja mal vor ein paar Jahren so eine Thai-Massage. Auch hier in Hamburg. Und die hat mich gebrochen, die Frau damals. Das war wirklich so eine chinesische Kugelstoßerin oder Sumo-Ringerin oder so. Also die hat mich wirklich, ich fühlte mich danach wie misshandelt. Und das sage ich, das klingt lustiger als es ist, weil es war wirklich so. Ich war fix und fertig danach. Ich bin auch krank geworden, noch danach. Meine Frau hat immer gesagt, ja, warum hast du nicht gesagt, sie soll es ein bisschen lockerer machen. Und ich habe immer gesagt, naja, ich dachte, meine Schreie namens Aua und Ah würden das signalisieren. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte das Gefühl, dass die fast irgendwie mir mein Genick und was auch immer gebrochen hat. Mir ging es danach richtig schlecht. Seitdem habe ich mich nicht mehr zur Thai-Massage getraut. Davor war ich eigentlich regelmäßig wegen meinen Rückenproblemen. Und deshalb war ich so ein bisschen aufgeregt. Warst du außerdem beim Chiropraktikerin? Nee, ich war einfach nur, ich glaube, dass die einfach, ehrlich gesagt, glaube ich, dass die nicht mehr alle Tasten im Schrank hatte.
Oder einfach generell sehr unsensibel oder was auch immer. Ich weiß es nicht, was war auf jeden Fall. Vielleicht war ich auch einfach schon krank und deshalb besonders empfindlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das so abgespeichert, als dass die viel zu grob war und ist ja auch am Ende egal. Auf jeden Fall hatte ich keinen Bock und hatte Schiss, wieder mal zur Thai-Massage zu gehen, weil ich das... Oh nein, noch einer mit so verstärkten Beinen. Wir müssen wieder Töpfchen werfen. Aber von wo? Von hier? Oh, hier ist ja gar kein Platz. Nee, warte mal, das müssen wir machen. Das müssen wir vorher craften. Das geht ja gar nicht jetzt. Wir müssen erstmal aus der... Ey, Baum! So, ich muss erstmal den dummen Angriff loswerden. Das an, was der hier abfackelt. Der ist ja nicht mehr ganz dicht. So. Kann ich hier craften? Warum habe ich den noch getriggert, ich Trottel? So. So, jetzt. Ich bin nämlich vorbereitet. Das habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe ein bisschen gefarmt für die Pötte. Aber wir brauchen... Was haben wir gesagt? Hefty Fire, ne? Wo ist er denn? Hier. Furnace oder Fire geht beides. Hefty. Fire, probieren wir es mal damit. Furnace ist, glaube ich, noch stärker als Fire, aber auch nicht unendlich replizierbar. Ja, jedenfalls war ich heute dann bei der Thai-Massage und es war auch alles gut. Also, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber ich habe auch eine Ölmassage. Ich kann nicht mehr sprechen, Leute. Eine Ölmassage habe ich gemacht und nicht eine Thai-Massage. Und das war dafür, war es mir dann wieder. Ah, ich habe vergessen, die anzuziehen. Dafür war es mir fast schon wieder ein bisschen zu lasch. Das war mehr Streicheln. Also es war zwar angenehm, aber ich habe so ein paar Stellen am Rücken, wo ich gedacht habe, oh, wenn du da jetzt mal so richtig mal reindrücken könntest. Warum sagst du nichts? Ja, weiß ich nicht. Ich lasse die ihre Arbeit. Außerdem bin ich fast eingepennt. Ich habe da ja gelegen und wollte nicht... Nee, das ist... Ich wollte denen keine Anweisung geben. Die wissen ja schon, was sie machen. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Das denke ich mir immer beim Friseur und dann denke ich mir am Ende so, hast du vielleicht doch was gesagt? Naja, beim Friseur, ja, kenne ich das Problem, aber ich sag mal so, Friseur ist, damit muss ich rumlaufen. Stimmt. Aber da gibt es natürlich auch Situationen, wenn der Friseur Scheiße schneidet, dann wechsle ich ihn einfach. Da sage ich ihm nicht, ja, das war heute nix oder so, sondern dann sage ich, da gehe ich einfach nicht mehr hin. Gut, den Vorteil hast du, wenn du in der Stadt wohnst. Ja. Wenn du natürlich nur einen Friseur in deiner Gegend hast, ja. Dann... Wow. Das wird hier aber eine feiste Angelegenheit. Und ich hab den... Das Fass. Okay. Nee, es war ja auch nicht unangenehm. Und ich war mir dann jetzt auch nicht sicher... Oh, jetzt sind die ganzen Wölfe wieder da. Ich war mir dann auch nicht sicher, was jetzt da die sozusagen Etikette ist. Wenn ich bei der Physiotherapie hätte ich vielleicht was gesagt, aber jetzt so bei so einer Thai-Massage, so eine liebe kleine Asiatin, die eh kaum Deutsch spricht, da wollte ich dann jetzt irgendwie nicht intervenieren. Und also es hätte gerne fester sein können, das wollte ich eigentlich nur sagen. Aber wie man es halt macht, ne? Aber das eine zahlst du, das andere die Krankenkasse, oder? Alter, wie soll man das schaffen? Doch den anderen Pott nehmen sollen.
Nein! Vielleicht, wenn ich es schnell mache. Ja, das geht. Bleib unten, Junge! Bam, da geht er down, oder? Einer noch zur Sicherheit, egal. Easy. Cerulean Sapping Cracked hier. Wird auch immer komplizierter. Das war stark von mir wieder mal. Was haben wir gekriegt? Grants Attacks. FP Restoring Effect. Ja. Damit kann man theoretisch, wenn ich das richtig verstehe, gewisse Special Attacks unendlich oft machen, oder? Weil die kosten und spielen aber auch wieder ein. Kosten, spielen wieder ein. Kosten, spielen wieder ein. Wird natürlich nicht so ewig lang laufen. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. War ich halt bei der Thai-Massage heute. Und sie hat gesagt, morgen, Sie haben vielleicht Muskelkater. Jetzt bin ich gespannt auf morgen. Ah, ich glaube, dann hätte ich jetzt schon Muskelkater. Die hat, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt, wie sportlich ich bin. Sonst hätte sie das nicht gesagt. Weil du würdest ja nicht zu jemandem, der ständig seine Muskeln belastet, sagen, morgen wahrscheinlich Muskelkater. Vielleicht bei Muskelgruppen, die du sonst nicht oft beanspruchst. Ja, aber man, also ich weiß ich nicht. Ich finde, es ist fast schon unverschämt, sowas zu sagen. Okay. Also es schließt ja automatisch. Also sie behauptet ja quasi, dass ich Muskelkontraktionen nicht gewöhnt bin. Verstehst du? Und das ist natürlich. Es gibt viele Muskeln am Körper und die können alle ein bisschen leiden. Ja, aber sie massiert ja nun. Ja, keine Ahnung. Ich fühle mich jetzt auch nicht übermäßig angegriffen davon. Ich halte nur fest. War leicht. Ich glaube halt nicht, wenn du Arnold Schwarzenegger den Rücken massierst, dass du dann sagst, morgen hast du Muskelkater. Ja, mir ist klar, ich bin nicht Arnold Schwarzenegger, aber es geht mir jetzt auch einfach nur mal um das Argument, dass das ja schon ein bisschen anmaßend ist. Wann habe ich das letzte Mal Sport gemacht? Ich hatte am Dienstag Tennistraining. Mein Tennistrainer hat gesagt, ich soll jeden Tag 10 Minuten aufs Laufband, weil ich keine Kondition habe. Vielleicht habe ich mich einmal kurz auf den Tennisplatz hingelegt. Also so richtig auf den Rücken, wo ich nicht mehr laufen konnte. Vielleicht. Es gibt keine Augenzeugen. Man kann es nicht genau sagen. Oh, das sind jetzt aber andere, oder? Nee, doch nicht. Nächste Session im Ring dann auf dem Laufband. Ja. Man denkt immer, das sagt meine Frau auch immer, ja, ich gehe doch auch aufs Laufband und dann gucke ich mir da eine Serie an auf Netflix und ja, aber das ist nicht so einfach, wenn du Challenge dann. Wenn du leidest. Das ist richtig. Du guckst ja, weißt du, es ist ja so wie, als ob dir einer in den Bauch schlägt und du sagst, dann guck doch eine Serie dabei. Stell dir vor, dir boxt dauernd einer so im Bauch und du so, ha, geil, Office Season 4. So funktioniert es ja nicht. Wenn der ganze Körper gerade mitleidet und all deine Kraft und Konzentration im Überlebensmodus sind, dann kannst du dich auch nicht so gescheit auf eine Serie einlassen oder so. Das stimmt. Ja. Viel mehr mit Mario Kart beim Ergometer fahren. Das macht auch zum Beispiel Spaß. Mario Kart Ergometer fahren? Was? Ja, wenn ich auf dem Ergometer sitze, habe ich nur meine Switch dran geklemmt. Moment, erstmal, was ist ein Ergometer? Das ist ein Fahrrad, was steht. Ach so, so ein Fitnessrad. Okay. Genau, Fitnessrad. Die heißen Ergometer, echt? Ja, das ist der Name. Okay. Da habe ich so eine Handyhalterung, da habe ich mal einen Switch reingesteckt und dann.
Und dann radelst du. Ja. Und dabei ewig, zockst du. Genau, das aber das geht dann, dann geht doch der Puls hoch, dein Herz schlägt, du kriegst keine Luft, du fühlst dich miserabel, da kannst du nicht Mario Kart spielen. Ich war ja mal in dem Tempo, im Gesprächstempo so mal erfahren, das ist so die ne, Fettverbrennzone, wie man so schon sagt. 60% maximale Herzschlagfrequenz oder so ein Blödsinn. Oder 80%. Ich kann nichts, wenn ich Sport mache, kann ich nichts anderes machen, außer überleben. Vielleicht machst du vielleicht zu viel Anstrengung. Nee, mein Herz, ne, das kommt ja relativ schnell. Mein Herz signalisiert mir einfach, Digga, wir müssen jetzt hier richtig viel Sauerstoff pumpen, weil du sonst stirbst. So fühlt sich das an, wenn ich auf dem Laufband bin. Das fühlt sich nicht an nach, ey, mach doch nebenbei noch einen Kochkurs oder sowas. Also du kriegst ja keinen Fortschritt hin, wenn du die ganze Zeit am Limit bist. Ich bin immer am Limit. Wie lange kennen wir uns? Okay. Es gibt bei mir nur Schlafen und am Limit. Das stimmt, kann ich bestätigen. Das ist so. Obwohl endlich auch mal zu schlafen wird. Ja. Gleich tot. Ah! Und hier ist kein Bonfire. So eine Scheiße. Ich glaube, dass ich einen Herzfehler habe. Oder verkleinerte Nasenlöcher oder sowas. Dass ich weniger Luft kriege. Scheidewand ist, irgendwie sowas. Ich glaube sowas. Irgendwann wird man es feststellen. Irgendwann werde ich irgendwo eine Krankheit haben und dann werden die feststellen, wussten sie eigentlich, Herr Gade, dass sie nur ihr ganzes Leben lang nur durch eine Nase atmen? Und dann werden sie irgendwas machen und dann werde ich plötzlich doppelt so stark sein, weil ich plötzlich durch zwei Nasenlöcher atme. Irgendwie sowas. Herr Gade, Ihre eine Herzklappe war 45 Jahre lang inaktiv. Die klebte fest. Wir haben sie jetzt befreit. Sie haben jetzt super Konditionen. Das wäre so schön. Bei dem YouTuber hat sich herausgestellt, dass er die ganze Zeit an Schlafapnoe leidet. Und dann, als sie das behandelt haben mit einer Schlafmaske, dann war es plötzlich für ihn ein neues, ganz neues Leben, weil er nicht mehr dann mitten am Tag eingeschlafen ist, sondern ein normales Leben wieder leben konnte. Das war ziemlich spannend. Schlafapnoe ist, was nochmal? Das ist auch irgendwas mit Luft kriegen und so, ne? Ja, genau. Die Muskulatur klappt zusammen, die Atemmuskulatur beim Atmen, dadurch schnarcht man dann sehr laut und kriegt keine Luft mehr. Ja, also das könnte ich mir durchaus vorstellen bei mir. Ja, das ist, wird leider nicht oft diagnostiziert, weil man dafür ein Schlaflabor muss. So Leute, hier aufgepasst. Normalerweise muss man ja hier diese Steinhaufen finden. Aber ich meine, das geht auch mit Margit Shackle. Siehste? Kleiner Cheat. Müssen wir die Scheiße nicht suchen und können es direkt nutzen. Hoch oder runter? Runter. Huch, wer bist du denn? Niemand? Nein. Aber was wurde dann gemacht? Der hat eine Schlafmaske gekriegt? Was heißt das? So eine Sauerstoffmaske oder was? Ja genau, die dann Sauerstoff pumpt. Glaube ich. Und die muss der jetzt immer tragen oder was beim Schlafen? Beim Schlafen, ja. Das ist ja aber auch nicht. Zwei Stück der Nachts. Das ist so ein bisschen das Problem bei Schlafapnoe. Das ist aber auch nicht geil. Aber ich habe mir auch zum Beispiel schon mal überlegt, ob ich mal ins Schlaflabor gehe. Ja, wenn du besonders stark schnarchst oder deine Frau beobachtet, dass du auch mal Atemaussetzer hast, dann auf jeden Fall. Also Schnarchen kommt schon mal vor. Also meine Frau hat schon mehrmals mich getreten im Schlaf, weil ich so laut geschnarcht habe.
Ich sag ja. In mir steckt ein Supersportler, der von irgendwas, der nur von seinem Körper zurückgehalten wird. So muss man es formulieren. Ich bin... Der Geist ist stark, das Fleisch ist schwach, sowas. So ungefähr. Ja, es ist einfach... Ich identifiziere mich als Leistungssportler. Ab sofort. Und jetzt muss irgendwie nur noch... Irgendwie... Der Körper mitmachen. Wieso? Wo ist denn der scheiß Aufzug hin? Wirklich, ich mach mal. Ich. Und irgendwann wird's rauskommen. Irgendwann werden die Leute nicht mehr lachen und dann werden die sagen, ey, der hätte wirklich Bundesliga spielen können. Aber dann ist es zu spät. Also es ist einfach auch ein bisschen Pech dabei. Aber jeder kennt doch auch so Leute in seinem Bekannten- oder Freundeskreis, die gar keinen Sport machen, nie gemacht haben, auch als Kinder oder Jugendliche, die ich so in der Klasse hatte, gab es immer solche, die waren in keinem Sportverein, die konnten jetzt auch nicht besonders irgendwas, aber die hatten immer so eine Löwenkondition. Die konnten immer laufen, die waren immer schnell, die waren immer irgendwie so. Ich habe bei der Genlotterie Glück gehabt. Das ist leider das Schicksal. Und ich war wirklich von meinem, ich war von Anfang an, seit ich denken kann, war ich in irgendwelchen Sportvereinen und habe Sport gemacht, mein ganzes Leben lang, immer. Und ich habe das Gefühl, ich werde ohnmächtig, wenn ich in den Keller gehe. Und wieder hoch. Und wieder runter, weil ich was vergessen habe und dann wieder hoch. Die haben dafür andere Probleme. Die sehen dann nicht so gut aus wie du, oder? Ja, genau. Haben so viel Skill in Games wie du. Rabas Cannon, geil. Der hat zwei Laster zu tragen. Naja, ich weiß nicht. Ja, also ich glaube halt, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen, so ganz ehrlich, Nikola. Kondition ist halt schon immer meine Achillesferse gewesen, leider. Ich bin eigentlich, ich kann eigentlich ziemlich viele Sachen ganz gut. Also ich habe ein sehr breites sportliches Fähigkeitenfeld. Aber die Kondition ist das Problem. Schon immer gewesen. So, ich habe das Gefühl, ich habe hier noch nicht alles. Hattest du bei Foul with Fit schon irgendwelche Fortschritte bei der Thema Kondition? Ja, oder? Das war ja auch... Ja, das war halt nicht so viel Kondition-Geballere, ne? Also ja, okay. Generell war ich da natürlich schon deutlich fitter, als ich es jetzt bin. Keine Frage. Aber das war jetzt nicht so wie das, was zum Beispiel Colin, der hat das ja mit Joggen und so gemacht. Das war ja bei mir nicht so. Das war ja mehr so... Rückenstabilität und Ernährung und Bauchfett und so ein Kram. Ich würde sagen, am deutlichsten habe ich es gemerkt, als ich so zwei, dreimal die Woche Basketballtraining und also zweimal die Woche Basketball und am Wochenende ein Spiel hatte. Also wenn ich so dreimal die Woche Basketball gespielt habe, dann habe ich zumindest gemerkt, relativ schnell auch, dass ich im Training dann die zwei Stunden ganz gut mithalten konnte, so. Aber wenn ich auch nur eine Woche lang nicht zum Training gegangen bin oder so, war es sofort wieder weg. Was sehr frustrierend ist. Also möglicherweise hat es schon was auch mit der eigenen sportlichen Betätigung zu tun. Ich möchte das nicht komplett ausschließen. Es ist halt für mich die unwahrscheinlichste aller Varianten. Ich glaube, die klebende Herzklappe ist da deutlich realistischer. Als, weiß ich nicht, nur weil ich 2000 Schritte am Tag mache und ansonsten die ganze Zeit nur liege und sitze.
glaube, das wird überschätzt. Ich glaube, die Bewegung generell beim Sport wird komplett überschätzt. Deshalb mag ich Schach so. Und auch da habe ich schlechte Kondition tatsächlich. Sag mal, habe ich hier wirklich schon alles aus dieser Villa geholt? Nur diese Kanone oder was? Weil das sieht so groß aus. Ich muss hier doch nochmal gucken. Aber ich bin mir nicht sicher. Eigentlich habe ich Glück, muss man sagen. Eigentlich habe ich Glück, weil ich bin vom Typ her ja eher schlank. Also ich habe zwar jetzt so eine leichte Fettschürze, also leicht, aber generell bin ich ja vom Typ her schlank. Das heißt, ich könnte eigentlich wahrscheinlich, wenn ich ins Fitnessstudio gehen würde, relativ schnell gute Ergebnisse, so was das Aussehen vom Körper angeht, wenn ich das mache. Aber ich habe halt keinen Bock. Das ist halt das Problem. Also mir hat es geholfen, halt was zu finden, was mir auch Spaß macht persönlich. Ja, das ist es, genau. Ich brauche halt... Das war da für mich der Breakpoint. Selbstverteidigung? Nee, das ist schon ewig. Ey, was hast du gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Der Breakpoint war das eben, was zu finden, was mir sehr viel Spaß macht. Was war das? Bumsen. Das ist bei mir. Wow. Wow. Das soll auch gut sein, habe ich gehört. Wandern? Come on! Ja, ich wohne hier mitten in Bayern, das ist perfekt. Was soll ich machen? Wandern? Ey, das ist das Entspannendste, was du machen kannst. Einfach mal loslaufen. Und dann 3 Stunden, kommst irgendwann wieder, hast 2000 Kalorien verbrannt, das ist richtig geil. Die Hitzung quasi. Ja, wandern kannst du machen, wenn du tot bist, Alter. Okay, ist vielleicht nichts für dich. Aber hat mir Spaß gemacht. Ja, also wandern finde ich so mal im Urlaub irgendwie mal ein bisschen wandern. Okay. Ja. Aber nicht als Sportersatz. Ich bin wie eine Katze. Du musst mir einen Ball hinwerfen. Und dann renne ich dem hinterher. Ich kann gar nicht anders. Werfe einen Ball hin und renne ich dem hinterher. Ja. Und was ich halt auch immer wieder feststelle, ist, ich brauche dieses Element des... Ich habe das jetzt beim Tennistraining gemerkt. Ne? Normalerweise beim Tennistraining, mein Trainer spielt mir dann so die Bälle zu und ich mache dann Vorhand, Rückhand und so weiter und übe die Schläge und die Technik. Und dann habe ich gesagt, so lass uns doch mal gegeneinander spielen. Ja, alles klar, haben wir so 15 Minuten oder so haben wir gegeneinander gespielt und das hat mir so viel mehr Bock gemacht, weil da war gleich so ein kompetitiver Gedanke. Da war gleich der Gedanke, er rennt nach links, ich spiele nach rechts. Oder er steht hinten, ich versuche einen Stoppball hinters Netz zu spielen. Da war gleich so dieses, das hätte ich, wenn ich die Kondition gehabt hätte, ich hätte das den ganzen Tag machen können, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Leider geht es aus Konditionsgründen nicht, aber ich brauche einfach diese, weiß ich nicht, so vor mich hin irgendwie so irgendwo sitzen und einfach Hanteln heben, das ist für mich einfach nur das Einsamste, was es gibt. Oh, da kommen sie, die Rocket Beans Army. Wupp, wupp, wupp. Rocket Beans Raid. Hier sind die Rocket Beans. Ey, Leute, was geht ab? Ich bin im Urlaub. So sieht das aus. Denn viele von euch sagen, Moment, Urlaub sieht aber nicht so anders aus als das, was du sonst beruflich machst. Leute, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Gaming-Jahr 2008. Ich weiß ja, wer gewonnen hat. Nee. Weißt du? Ich weiß, wer den zweiten Platz gemacht hat. Weißt du? Und ich muss an der. Was? Weißt du doch nicht. Hä, du hast mir das doch gesagt. Ja, das ist die Redaktionswertung. Aber der Chat hat ja auch noch gewotet. Und das Forum hat auch noch gewotet. Ach so, okay, ich kenne die Redaktionswertung. Ja, dann sag mir mal die Wertung. Kann ja der Chat mal verraten. Ich weiß es doch. Das war insgesamt leider das Schlechteste, ja. Von allen bisher. Also ich kann ja mal meine, von denen, die du mir genannt hast, den Titeln. Also ich würde sagen, auf Platz 1 ist GTA 4. Und das, obwohl ich kein riesen GTA-Fan bin. Aber ich muss einfach respektieren, was GTA 4
gemacht hat. Auf Platz 2 ist Fallout 3. Ah, jetzt weiß ich schon nicht mehr. Ich kann sogar die Finalisten mal einblenden. Da muss ich kurz in den Chat wegmachen. Was war denn da noch? Ja, also man könnte auch argumentieren, Fallout 3 auf 1 und GTA 4, weil eigentlich GTA 3 war für die GTA-Reihe das, was Fallout 3 für die Fallout-Reihe war. Könnte man argumentieren. Aber ich fand, GTA 4 war trotzdem nochmal gegenüber GTA 3 so ein krasser Step. So, Achtung. Na toll. Hat er gut funktioniert. Nikola, was ist hier los? Die Technik, die Technik. Was war denn noch dabei? Ich mach's dir Dead auch. Space? War es Dead Space 1 oder 2? Dead Space 1 war. Ja, Dead Space 1 muss eigentlich auch da in die Top 3. Hier ist die Liste. Oh, das ist jetzt insgesamt Redaktion plus Forum plus Chat oder was? Genau, warte, ich kann dir mal alle. Fallout 3, anzeigen. Dead Space, GTA 4, Persona 4 auf 4. Siehste? Da kann ich schon besser mitleben. Ich finde, Persona 4 ist auch, kannst du auch für die 2 nehmen, aber ich raff einfach nicht, dass Timo Bonner immer Persona 4 gespielt hat. Ist auch alle Bewertungen. Das ist verwirrend. Als erstes, glaube ich, Professor Layton. Valkyria Chronicles hat es auf die 6 geschafft. Das wundert mich ein bisschen. Ist ja schon ein exotisches Spiel. Gears of War 2. Mirror's Edge. Left 4 Dead. Ja, schwaches Jahr eigentlich. Ja, schlechteste Jahr seit 2001. Scroll mal weiter runter. Was ist da noch alles dabei? Reizt mich alles nicht, ehrlich gesagt. Oh, also Valkyria Chronicles ist geil. Das habe ich auch gespielt. Persona 4 ist geil. Also die ersten 4 Plätze ist okay. Wieder rausfummen, sonst geht's wieder nicht. Ach ja, Technik. Aber. Das ist Konsole und PC, ne? Das ist alles, ja. Boah, was ist das auch für ein schwaches PS Spielejahr? Was war 2008 an Weltgeschehen? Vor 16 Jahren. Das weiß der Chat bestimmt. Musst du irgendwas anderes, müssen wir doch gemacht haben. Nikola, hast du es jetzt bald? Ja, mit Zoom wird schwierig. Es war doch gerade da, mach's doch noch ein bisschen größer. Das Problem ist, ich kann nicht runter, weißt du? Also du kannst nicht scrollen. Ja, egal, lass, ich muss jetzt hier weiterspielen. Es gab's ja auch gerade auf Rocket Beans TV, die müssen jetzt nicht das gleiche nochmal von mir hören. Jetzt kannst du scrollen. Okay, was haben wir? Left 4 Dead, Metal Gear Solid 4, Fable 2, nicht gespielt, Super Smash Bros. Battlefield Bad Company wäre bei mir weiter oben. Es teilt sich den Platz mit Super Smash und Castlevania. Castlevania Order of Ecclesia wäre auch weiter oben bei mir. Es hat halt keiner gespielt, sind wir ehrlich. Ich habe es durchgespielt natürlich, weil ich alle Castlevania Metroidvanias durchgespielt habe. Aber es kennt halt keinen Schwein, aber es ist ein gutes. Kann man sehr gut zocken. Was ist da? Little Big Planet, Star Wars Frost, Unleashed, Patapon. Das sind ja schon Verzweiflungen. Das sind ja die letzten Plätze jetzt. Spore. Ist auf letzten Platz. Das ist schon Spore böse. Könnte auch einfach Bohr heißen. Boah. Mit B. Bist du auch so einer? Das ist ja schrecklich. Schade. Nee, komm. Nein, Spore ist auf dem Papier richtig geil, aber war als Spiel halt einfach stinklangweilig. Das muss man schon sagen. Die Idee, das ist so ein bisschen wie Black and White. Von der Idee geil, aber macht's wirklich Bock zu spielen? Na, weiß ich nicht. Was ist eigentlich da oben? Wo gucke ich denn eigentlich hin? Ja, da will ich doch hin. Da gehen wir jetzt auch hin. Und wo geht's da lang? Da geht's nach rechts. Geht's hier hoch? Aha. Na, hier hin? Interessant. Da sind so viele verdammte Wölfe. Wieso ist hier eigentlich kein Bonfire? Guck mal, hier ist so... Möglicherweise. Haben die bitte. Oh. Wie viele sind. Guck mal, wie viele das sind. Fuck you. Ich weiß, was ich mache. Gibt's eins mit dem Hammer? Nee, weißt du, was wir machen? Das machen wir.
Jetzt geht's richtig auf den Sack. So. Wir haben es so gewollt. Guck mal, OBS sieht das bis anders aus. Mhm. Vielleicht ein bisschen besser. Wo sind wir denn jetzt? Hier kommt jetzt irgendso, irgendwas kommt hier runter. Das sieht wie eine fucking Falle aus. Mir noch nicht erzählen, dass hier nicht irgendwas. Stinkt doch hier zum Himmel. Irgendeine Kugel oder irgendwas. Wie bei Dark Souls 2 so ein Wagen oder sowas. Hm? War das Dark Souls 2 mit dem... Ja, müsste Dark Souls 2 gewesen sein. Okay. Ist absolut gar nichts gekommen. Wo genau ungefähr in Bayern bist du, Nikola? In Franken, oder? Du bist ja gar kein Bayer, du bist doch Franke. Ja. Das hat mir mein österreichischer Geschichtslehrer auch immer erzählt, dass ich kein richtiger Bayer bin. Oh, das ist ja traurig. Ja. Okay, warte mal. Wo bin ich denn jetzt? Das ist ja riesengroß hier. Das ist doch Shadowkeep, genau. Ich bin am Ostflügel von Shadowkeep. Das ist ja interessant. Wie bin ich denn hier hingekommen? Franken ist ja sowas wie... Oh. Was kommt jetzt? Nee, ich versuch's selber zu begreifen. Sowas wie Nordhessen oder so. Oder in Hessen. Hä? Regierungsbezirk. Regierungsbezirk? Ja, Franken ist der Regierungsbezirk, in dem ich... Ich glaube, Franken gibt es nicht so als... Ich kenne nur Nürnberg. Nürnberg ist Franken. Mittelfranken, genau. Ja, wie? Du kannst ja jetzt nicht Franken auch noch unterteilen. Ja. Ist ja irgendwo... So besonders seid ihr jetzt auch nicht. Ihr kannst jetzt nicht alle 500 Meter eine neue Bezeichnung dir ausdenken. Für mich seid ihr alle Lederhosen. Also insofern... Okay. Ja, come on. Also ich gebe euch noch, dass ihr euch unterscheidet in Bayern und Franken, aber bei Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Irgendwann ist auch mal gut. Geht zu weit mit der Individualisierung. Aber du bist aus einem richtig kleinen Dorf, stimmt's? Ja. 800 Einwohner. 800 Einwohner, born and raised vielleicht. Oder was? Also richtig geboren und groß geworden. Von 1000 Einwohner zu 800. Und du hast auch noch nie in einer Großstadt oder so gewohnt? Doch, ich habe studiert in München und ich habe meine Ausbildung gemacht in Nürnberg. Siehst du, das hast du mir doch schon alles erzählt. Ja, genau, weiß ich doch. Ich war schon in Bayern komplett unterwegs. Ja, also bist du rumgekommen. Aber immer nur in Bayern. Immer nur in Bayern. Nikola, es wird Zeit, dass wir dich da raus. Wirklich, das will ich da aus der Kloake da rauskriegen. Oh. Wirklich. Du musst jetzt mal... Das ist Instant Karma. Hab ich verdient. Nee, du musst wirklich jetzt mal aus der... Du musst ja mal raus jetzt. Du musst mal die Welt sehen. Also zumindest den Rest von Deutschland. Es gibt noch mehr als Bayern. Ja, guck ich mir im Urlaub an. Ach, Jesus. Ja, weil du hast... Zu Recht Angst, das Nest zu verlassen, aber es wird Zeit.
Wie wäre es denn zum Beispiel mit Sachsen? Oder okay. Was ist mit Nordrhein-Westfalen? Oh ja, ja. Hm? Kann ich diesen wieder mal in anderen Bundesländern, aber ist nicht so oft. Ich habe ein paar vor den Thüringen da in der Vergangenheit bei meinen gefahren. Irgendwas musst du doch mal. Ostsee mache ich keinen Urlaub. Nee, und aber du. Ich auch manchmal. Urlaub selten, ist nicht das. Aber. Urlaub ist nicht das Gleiche. Okay. Oh, die halten aber viel aus. Oh shit! Explosion. Urlaub ist nicht das Gleiche. Du musst ja da leben, um das. Und um ein Gefühl zu kriegen für. Land, Leute und Kultur und das Unterschiede. War schon in München ziemlich Kulturschock. Oder in Berchtesgaden. Inwiefern? Inwiefern? Also, du verstehst die Leute halt nicht, weil die alle bayerisch reden. Hä? Aber. Es gibt ja Fränkisch und Bayerisch, das ist schon gerade Unterschied. Und Fränkisch schon schwierig noch. Und dann kommen die mit Bayerisch. Eieiei. Die Österreicher genauso. Aber ist das so ein krasser Unterschied zu da, wo du herkommst? Ja, naja. Also merkt, also gab schon Schwierigkeiten teilweise. Aber okay, abgesehen vom Dialekt. Wie war es denn sonst so mit den Münchnern? Ja, die Münchner gingen noch, weil das ein recht durchmischtes Volk ist. Und da kommt ja halt aus allen Ländern und auch. Naja gut, aber ich bringe, klar, wenn du jetzt, weiß ich nicht, einen Franzosen in München kennengelernt hast, dann bringt mir das jetzt natürlich nicht so viel, was deine Erfahrung mit Münchnern angeht. Ja, ja, aber das war schon jetzt nicht das, als würde man auf dem bayerischen Land wohnen. Ich war noch nie auf dem bayerischen Land, deswegen. Also oberbayerisch. Niederbayerisch. Schwäbisch. Ist ja alles Bayern. Das macht es ein bisschen schwierig. Ich glaube, Oberpfalz gehört auch noch zu Bayern. Ah, richtig schlimm. Bayern grenzt auch an Hessen übrigens. Ja, ich weiß. Ich war immer, für meine Ausbildung war ich öfters in Frankfurt. Oh oh, irgendwas passiert hier. Ach. Der ist ja im Wasser, wie soll man denn gegen den kämpfen? Oder kommt der etwa hoch? Wir haben ja so ein Schlückchen hier, ne? Guck mal, das gibt's ja nicht. Das ist ja wirklich ein Wassergegner. Ist überhaupt schwimmen? Nee. Okay, das wird super. Das ist ein erstes Mal, das ist, glaube ich, oder? Gab's das schon in Elden Ring im Main Game? Ein Unterwassergegner? Sumpfmonster gab's, oder? Nein! Okay, du kannst nicht schwimmen. Der dumme Diskus. Na gut, aber jetzt haben wir das zumindest rausgefunden. Also nicht, dass es noch weitere Experimente bedurft hätte, aber. Bedarft hätte? Bedurft hätte. Wir dürfen, ja. Aha, hier soll man den bekämpfen. Das ist so nervig bei diesem Diskuswurf. Guck mal, der geht einen richtig großen Schritt nach vorne. Das ist nicht ungefährlich. Ah, das finde ich ja interessant. Das ist mal was Neues. Ich bräuchte was anderes zum Kämpfen. Ich weiß auch was. Ich hab das richtige Mittel für den. Check it out. Hä? Achso, hier. Die wollen nicht ernsthaft, dass ich jetzt hier über diese. Bisschen schwer, die Distanz einzuschätzen. Aber da liegt irgendwas Geiles, liegt da.
fuck it, ich geh jetzt einfach, oder? Er hat ja gerade einen Ast nach mir geworfen. Ich hole mir einfach das Item, was soll's. Oder? Oh Gott. Nee, das funktioniert so nicht. Muss ich den durch irgendwas triggern? Verdammt nochmal, das muss doch irgendwie gehen mit Pfeil und Bogen. Ich habe keinen guten Pfeil und Bogen. Ich muss doch irgendwas auf den schleudern können. Lass mich mal überlegen. Why not? Aber noch, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass FromSoft will, dass man mit Geisteraschen spielt, dann, dass man dauernd die dummen Grave Glove Words oder wie die heißt, findet. Nein! Ich dachte, er wirft den Hammer! Oh! Falsch! Okay, das ist der Wurf, aber der geht natürlich auch schon 5 Schritte nach vorne. Das wird doch wieder nix. So, wo ist er? Aha! Das war ein Wirkungstreffer, Freunde. Wo ist er? Hä? Ist er jetzt weg? Ein Treffer und er ist weg? Aber er war noch nicht tot. Irgendwas check ich hier noch nicht. Man hört ihn jetzt auch nicht mehr. Das war knapp. Das ist doch, die wollen doch nur, dass ich da versuche rüber zu springen und zu sterben. Es kann natürlich sein, dass man hier das Wasser irgendwie ablässt. Das halte ich für das Wahrscheinlichste, ehrlich gesagt. Und dann werden wir feststellen, dass das einfach irgendein popliger, normaler irgendwas ist. Schließlich laufen wir hier auf den Dächern. Irgendwas, es ist ja offensichtlich Wasser hier, wo es nicht hingehört.
Und es wäre ja nicht das erste Souls-Spiel, in dem man Wasser ablassen muss. Ich glaube, das ist es. Oh, was ist denn da? Und guck, man hat ja auch das Gefühl, man sieht da unten noch so schemenhafte Sachen. Die kommen wahrscheinlich alle erst zu tragen, wenn man hier das Wasser ablässt. Die Frage ist, wie lässt man das Wasser ab? Guck mal da unten. Das ist ein ganzer Level noch. Der entsteht erst, wenn wir Wasser ablassen. Aber wie? Nein, was? Hä? Was war das? Habt ihr das gesehen? Der ist gegen eine unsichtbare Wand gesprungen, oder? Hä? Sollen wir uns das Replay mal angucken? Wie willst du denn das machen? YouTube aufmachen. Sehen das die Leute auch? Wenn keine Werbung läuft? Ich glaube, ich bin da gegen eine unsichtbare Wand gesprungen. Warte mal. Probier's mal aus. Ist halt etwas. Ja, hier ist ein Hebel, aber den können wir nicht benutzen. Und hier ist ja auch offensichtlich. Was ist hier? Komm, ich spring einfach rein. Jesus Christ. Ups, warte mal. War das Applaus? Nee, das ist Werbung. Muss ich noch kurz skippen. Sagen wir mal meinen Ton aus. Wo war das ungefähr? Naja, eben gerade halt. 20 Sekunden. Okay, warte. Sehen das jetzt die Zuschauer? Ja, mal kurz schalten. Nee, weiter vor. Ja, warte. Nikola, du fummelst da schon wieder. Du darfst in Zukunft erst sagen, dass es was zu gucken gibt, wenn es was zu gucken gibt. Ich Beispiel. Also bist du musst gestorben, ne? Vorspulen. Also zurückspulen, meine ich. Also zurückspulen. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Vor dieser Ladezeit. Da. Guck. Jetzt gehe ich da hoch. So, es ist fast die gleiche Höhe. Bang. Oh, siehst du? Ja. Frech. Der ist einfach gegen eine Wand da geknallt. Ich sag doch, das habe ich mir nicht eingebildet. Vor allen Dingen, weil ich das doch vorhin genauso gemacht habe. Das ist, was ich ein bisschen komisch finde. So. Würde sagen, Miyazaki wird angezeigt. Geld zurück. Videobeweis ist da. Echt ein bisschen komisch. Jetzt habe ich. Wo habe ich das eben genau das gleiche gemacht? Das war ein Bug, da kann man hin, sagt jemand im Chat. Na, ja, das war ein Bug. Ich weiß, dass man da hin kann, ich war ja da eben gerade. Also. Deshalb ist das ja so strange. Nein, oh, shit! Oh, er hat aufgehört zu explodieren. Ja, yeah, nimm eine Abkühlung. Das ist ja alles sehr buggy. So, jetzt haben wir das Problem, ne? Vielleicht darf man nur hier. Okay, alles gut. Der Hammer ist, by the way, geil. Schon lange nicht mehr benutzt. Ist der Dude wieder da? Ja. Hier, fang. Lol. Oh, der haut aber rein. Ja, ich hau auch rein. Dein Maul. So, wo lassen wir jetzt hier das Wasser ab? Ah, da ist was. Guck mal. Wie kommen wir denn da hin? Jetzt kommt das Monster wieder.
Die wollen, dass ich da so Anor-Londo-mäßig rüberspringe, glaube ich, oder? Nee. Hä? Ich weiß nicht, ob ich den Jump schaffe. Meint ihr, ich kann hier rüber jumpen? Oh, das ist eine knappe Kiste, ey. Was ist das hier für Indie-Anspielung? Ihr wollt mir nicht ernsthaft sagen, dass da unsichtbar irgendwas ist. Das würde doch hier an der Stelle gar keinen Sinn ergeben. Lol. Das ist übrigens in, ich weiß nicht was, Demon's Souls oder Dark Souls. Hier macht er das jetzt offensichtlich nicht mehr, dass er noch einen Schritt nach vorne geht, während er die Dinger wirft. Gott sei Dank. Aber wie oft ich da schon runtergefallen bin, weil ich wissen wollte, ob man runterfallen kann, mich dann an den Rand gestellt habe, so eine Kugel geworfen habe. Zack, tot. Tja, Leute. Also es muss hier irgendwie weitergehen. Sonst könnte man nicht hier hin. Das macht keinen Sinn. Das macht alles gar keinen Sinn. Es sei denn, ich bin zu früh hier. Und man muss irgendwie an ganz anderer Stelle das Wasser ablassen. Wir sind immer noch nicht durch mit Shadowkeep, ne? Es kann natürlich sein, dass hier irgendwo innerhalb der Burg... Oder wir machen einfach jetzt den Sprung. Ich mache jetzt einfach den Sprung. Was soll die Scheiße? Komm mal. Yes! Guck! Nein! Jesus Christ. Ist deine Schuld, Nicola. Ist okay. So, hoch falsch. The fuck, ich wusste doch, dass das so ein Vieh ist. So, wie konnte ich denn hier sterben, bitte? Oder ist hier wieder so eine unsichtbare Wand? Nee, hä, ich raff's nicht. Wie kann man denn an der Stelle sterben, Mann? Okay, ich schätze mal, wir müssen weiter nach oben. Oh, hier kann man... Was kann man hier? Aha. Gucken wir uns gleich an. Erstmal gehen wir weiter hoch. Na, Lücke!
Kein Problem. Easy, chill, Leute, chill. So, hier geht's wieder runter. Wollen wir das? Vielleicht muss man das Vieh töten, damit das Wasser runtergeht. Vielleicht lag ich falsch. Vielleicht auch nicht. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Wir müssen rein. Oh oh. Alles gut, alles gut. Aber hier, wenn wir hier drauf kommen, wenn wir hier hoch kämen, dann ist es zu hoch. Hier noch auf die Dächer da, oder? Ah, das wird nix. So wie ich mich mein Glück kenne, glitsche ich da wieder nur irgendwie durch und finde einen neuen Weg zu sterben. Aber fast. Ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das geht. Naja, okay. Nein. Okay, wir müssen hier rein. Gut, gut, gut. Ist ja schon gut, Leute. Ist ja schon gut. Wir gehen, wir droppen hier. Hier ist die Physik. Komisch. Stormhawk Feather. Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Jetzt davon. Du unschuldige Krabbe. Oh, Storage Room Key habe ich gerade benutzt. Irgendeinen Key habe ich gerade benutzt. Prayer Room Key, sagt ihr? Ja. Den haben wir doch an ganz anderer Stelle gekriegt. I implore thee, bestow thy grace. Take not from me my solitary light. Use Iris of Occultation. Keine Ahnung, was jetzt passiert, Leute. Habe ich was falsch gemacht? Quiline Greatsword.
Ach, die Kanone habe ich auch noch nicht getestet. Greatsword of the Fire Knight Quilline. A weighty piercing sword with a bladed underlets like fire. Quilline devoted all to the crusade and remade his greatsword in the shape of the lance wielded by his liege. Trying to become a second impaler, impaling thrust. Das ist auf jeden Fall, sieht ganz nice aus. Können wir nur hier drinnen nicht benutzen. Aber wie geil, ich glaube den Prayer Key habe ich hier gekriegt, irgendwo, in dem Bereich, wenn ich mich recht erinnere. In dem Bellura Tower Settlement kriegt man den, glaube ich. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Und dann muss man den hier benutzen. Das finde ich ja ganz geil, muss ich sagen. Sowas mag ich. Aber so wie ich das sehe, ist es halt trotzdem einfach nur ein Speer, der nichts Besonderes kann. Keine besonderen Effekte, keinen besonderen Critical, bisschen Fire Damage. Aber man kann eine Ash of War drauf machen. Gut, sie hat aber jetzt schon Impaling Thrust, was ich ja generell immer sehr mag. Du kannst natürlich den noch Infusion. Ich glaube, der hat eine geile Reichweite. Das ist schon. Habe ich auch noch nicht getestet, die neue Kanone. What the fuck? Holy shit. Oh, damit kann man im PvP schönen Schabernack machen. Was machen wir? Das haben wir auch schon lange nicht mehr benutzt, fällt mir gerade mal so ein. Ist natürlich auch keiner. Vielleicht kein Arc. Das sind ja so kleine Little Mesmas. Mesmas auf Wish bestellt. I shouldn't even be here today.
Oh, Julia, einmal so geliebt werden, wie du dein Claymore liebst. Julia Oertgen im Chat spielt nur Claymore. Seit Dark Souls 1. Keine Ahnung. Aha. Nee, doch nicht. Ah, warte, hier ist so ein Schalter. Oh. Ein bisschen Schiss, dass dieses Unterwassermonster. Hier geht's nach oben, okay. Oh, guck mal, da ist ein Item. Aber hier ist auch Wasser. Können wir da drauf hüpfen oder sind wir tot? Ah, shit, ich brauche erst einen Bonfire, um das zu testen. Ich schätze, man muss das Wasser irgendwie ablassen. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Oh, was ist das? Fledermaus? Double Whammy. Boah, du Sausack, FromSoft, ey. Das war knapp. Das war in der allerletzten Sekunde. Wer macht denn hier so noch eine Lücke da rein, ey? Now we're talking. Das ist richtig Vintage Dark Souls hier eigentlich. Geil. Das sieht geil aus. Ich wusste doch, man muss das Wasser ablassen. Hoffentlich habe ich nicht irgendwas kaputt gemacht jetzt. Im Sinne von Sachen, die man unbedingt machen muss, bevor man das Wasser ablässt. Von solchen Sachen hätte es gerne mehr geben können. Also generell in im gesamten Spiel so. Wisst ihr, was ich meine? So Landschafts- oder Dungeon-verändernde Dinge. Mechanismen ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja. Jetzt können wir hier runter droppen. Das Problem ist, wenn wir hier runter droppen. Was ist mit dem Aufzug? Mach, was immer du willst. Ich check erst den Aufzug ab, Leute. Vielleicht ist es dumm. Aber vielleicht ist es auch smart. By smart, by S-smart. Welcher Film? Ah, jetzt kriegen wir hier auch das Item. Oh ja, ja, hier ist ja alles voll mit Goodies.
Armee der Finsternis ist richtig. Höhlenbob. Evil Dead 2 knapp daneben. Aber lasse ich trotzdem gelten. Weil richtiges Franchise. Aber bitte beantwortet keine Fragen falsch im Chat. Bitte macht sowas nicht. Könntest du bitte nicht falsch antworten? Das geht aber ganz schön hoch hier. Ich sag mal so, solche langen Specimen Storehouse, solche langen Aufzugsschächte, die sprechen eigentlich immer dafür, dass man in so einen Thronsaal oder so kommt. Ah, das ist ja richtig geil designt hier alles. Das gefällt mir, der Dungeon gefällt mir jetzt schon äußerst gut, muss ich sagen. Das ist auch ein Bonfire. Oh oh. Boss? The fuck? Ist das was oder war das was? Was ist denn das für eine Flamme? So dumm? Ihr seid also nervig, sehe ich das richtig? Trotzdem muss ich mich erst um den Lulli da hinten kümmern. Das werdet ihr sicherlich verstehen. Carrion Thrusting Shield. Ah, das ist diese neue Weapon Art, die wir aus dem Trailer kennen. Das ist eine Waffe. Nee. Hä? Doch. Silver Thrusting Shield embedded with Glintstones enables the wielder to attack and guard simultaneously. Once wielded by Relana, the Twin Moon Knight, we remember her, during her soul entry in the ritual comment. Boah, das sieht geil aus. Junge, sieht das geil aus. Das sieht richtig edel aus. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus, aber... Kann ich das nicht beidhändig nehmen? Aber taugt das wirklich? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher.
Wo ist der Vorteil gegenüber Schwert und Schild? Das nicht super schnell ist, hat auch jetzt nicht die krasseste Reichweite. Ja, so oder so muss man es erst leveln. Muss man dabei gewesen sein. Was sagt eigentlich die Uhr? Oh, es ist 1 Uhr, Leute, ey. Aber Elden Ring ist so toll. Was hatte ich denn eben noch? Wo ist denn der Hammer? Hier. Man kennt's. Man kriegt Durst auf der Leiter. Alter, was geht? Geil. Schöne Anspielung, meiner Meinung nach, zumindest so interpretiere ich das, an Demon's Souls. Die riesengroße Statue im Nexus. FromSoft hatte schon immer so einen Hang zu Giganto-Krams. Wir sind hier offensichtlich in einem Museum. Guck mal, das wird lustig. Da fliegt er. Hier, fang. Es geht immer höher, immer höher. Erinnert mich echt ein bisschen an das Nexus in Dark Souls. Demon's Souls. Mann, ey, ich brauche noch 2 Shadow Tree Fragments für ein Upgrade. Und ich finde nur Crap hier. Was liest du? Grabsteine oder was? Oha. Geil. Lieben wir. Shadow Sunflower. Blessed Bone Shard. Alter, wie groß dieser Dungeon hier ist. Jetzt ist aber hier, das geht, das ist ein Aufzug straight to Boss. Oh, hier gibt es noch so viel zu entdecken. Oh, guck mal, das geht nur nach oben und nach unten und außen und innen und dieses ganze Außengebiet, wo wir das Wasser abgelassen haben. Es ist ja nur fantastisch. Und da wollte ich eigentlich hin. Lol. Das ist das Gewächshaus.
Hier. Nur um mal zu zeigen, wir sind hier lang, wir sind aus dem, hier haben wir heute angefangen, Bonnie Village. Dann sind wir hier über die Hängebrücke, haben hier den Fire Giant gemacht und eigentlich wollte ich dann hier links abbiegen und zum Gewächshaus. Aber nein, mal gucken, was hier oben ist. Und zack, bist du irgendwo am Arsch der Welt. Ist das ein geiler Dungeon? Oh, ist genau oben. Damit habe ich nicht gerechnet. Und man kann rausspringen. Das ist natürlich wieder mal typisch FromSoft. Auch dieser transparente Boden nervt. Weil, da habe ich doch schon was gesehen, wo wir rausspringen können. Und zwar hier. Und hier ist absolut nichts. Stark gesehen. Sehr stark gesehen. Jetzt haben wir ein Problem. Ich sag euch was, wenn wir nämlich hier den Aufzug... Aha! Dann kommt nämlich hier ein anderer. Und wenn wir in den einsteigen, dann guckt man an exakt der gleichen Stelle wie der andere an. Das ist wie so ein Schokoplätzchen. Kennt ihr diese Vollmilch-Schokoplätzchen? Aber was ist, wenn wir hier runterjumpen? War ich hier schon? Siehst du? Item ahead. Sieht nämlich alles gleich aus, aber tatsächlich ist hier noch was. Fire Serpent, was ist das? Incantation. Ach, das ist das, was die auf mich geschossen haben eben. Da habe ich auch noch nicht hier unten. Oh, hier gibt es so viel zu entdecken, Leute, ey. Moment, doch. Hier war ich. Hier bin ich noch nicht weitergegangen. Okay, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich's. Naja, das schaffe ich nicht. Wie geil das einfach so ein Museum ist mit so geilen Ausstellungsstücken. Hörst du mal auf, hier gegen die Bücherregale zu hämmern oder was? Was ist mit dir los? Jetzt wird's kompliziert. Oh, ich liebe FromSoft. Aber jetzt wird's kompliziert.
In meiner Freizeit studiere ich, aber manchmal bin ich auch Feuerzauberer. Jesus. Was ist dein fucking Problem? Schlag doch! Er schlägt nicht. Leute, wir machen Schluss für heute. Es tut mir leid, es tut mir leid. Aber ich will und werde diesen Dungeon jetzt hier nicht machen. Dafür ist es jetzt zu spät. Dafür ist es doch zu spät. Und ich muss doch noch kiffen. Ich muss noch in die Kissen. Ich muss doch in die Kissen. So. Wie machen wir das nächste Mal weiter? Uff. Ich liebe es, wenn Leute uff schreiben. Uff. Hat er nicht gesagt. It's just jokes, guys. Ein richtig guter Dungeon ist das. Wir haben heute richtig viel geilen Kram gesehen in den zwei Folgen. Das war richtig gut. Ja, schreibt mir in die Comments, wie gut ihr das fandet. Tschüss. So Leute, Feierabend. Ach, ist das schön, Urlaub zu haben. Hier, wollt ihr nochmal sehen, wie ich Urlaub mache? Heute schön bei der Thai-Massage gewesen und Elden Ring gespielt. Morgen weiter, na klar. Aber morgen werde ich auch noch mal ein bisschen was anderes machen. Ich hatte mir überlegt, in das neue, in den No Man's Sky Patch reinzuspielen. Weil ich habe schon lange Lust gehabt, mal wieder No Man's Sky zu spielen. Und jetzt mit dem neuen Patch, glaube ich, ist ein guter Zeitpunkt, um dann auch mal reinzustarten. Ich habe das Spiel gespielt, ich habe es auch durchgespielt tatsächlich, damals, als es rauskam, vor, wie lange ist das her, 8 Jahre oder so? 5 Jahre, 7 Jahre, ich habe keine Ahnung. Und ich habe einfach Bock da jetzt, ich habe eh alles vergessen und das ist für mich wie ein neues Spiel. Und da habe ich jetzt Bock drauf. Ist das Werbung? Warum sollte das Werbung sein? Hä? Ach, du fragst, ob das eine verkaufte Nummer ist? Nee. Das ist eine... Einfach so. No Man's Sky. Ja, das war so ein Gedanke, den ich hatte. Vielleicht zeige ich auch was anderes. Aber auf jeden Fall auch Elden Ring. Anyway... Ich wünsche euch trotzdem, falls wir uns morgen nicht sehen, ein schönes Wochenende. Wen raiden wir denn jetzt, Nikola? Ich würde mal Jack raiden. Der ist gerade in Team Souls unterwegs. Der Junge, ne? Also ich liebe ja schon FromSoft, aber der ist verheiratet. Das ist wirklich krass. Der ist komplett noch, der ist noch mal ein ganz anderes Level an crazy. Jack FromSoft. Guter Mann. Guter Mann, auf jeden Fall. Ja, dann start mal den Raid gerne. Ja, ich probiere es gerade noch auf YouTube einzustellen. Das ist nicht so einfach. Auf Twitch können wir aber schon mal starten. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ich bin jetzt hier. Und ja, hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Ciao, Julia. Ciao, Rudinov. Schau, Hardref. Hardref ist schon weg, glaube ich, ne? Ist Hardref noch da? Hardref geht ja immer schon um 8:30 pennen. Anfänger. So, machst du jetzt mal den Raid hier? Ich bin ja, schon seit einer halben Stunde wieder am Abmoderieren. Gut, du lässt mich hier hängen. Tschüss, ich klicke dann auf den Knopf. Tschüss, Leute. Wicked.